Hallo, hallo, hallo und willkommen zurück beim Finanzprüfer von Anno 1800. Weiterhin. Ja, helft euch selbst, Boss. Holen wir uns erstmal Geschenke ab. Wen kriegt's? Sie geben uns eine Stimme. Okay. Wen, was habe ich denn gekriegt? Ja, fragt mich einer. Keine Ahnung. Wir prüfen weiter unsere Inselbilanzen. Gut, die wird nicht so... Ja, die ist katastrophal. Ach, hier habe ich noch gar nichts gesetzt. Wow. Okay, dann werden wir diese Insel auch erstmal ins Plus kriegen. Hast du genug Mumm in den Knochen? Einwohner sind mit Varieté versorgt. Komm bloß nicht mit leeren Händen wieder. Flotte zum Angriff. Ja, dann machen wir eine kleine Aufgabe nochmal nebenbei. So. Ach ja, hier erstelle ich ja Pilze. Oder Felle besser gesagt. So, wir haben zwei. Schnaps haben wir nicht, weil wir Schnaps nicht anbauen können. Das ist schade. Die Ernte fährt ein. Und upgraden kann ich. Aber erstmal werden wir hier ein bisschen Häuschen bauen. Ah, sehr schön. Ah, passt auch noch, herrlich. Ah gut, ich konnte auch noch ein zweites setzen. Was? Oh, sehr schön. Stufe 1 abgeschlossen. Was ist denn hier los? Da brennt's. Ne, da brennt's nicht, aber da ist wieder die Grippe. So, Phase 2. So, erstmal Phase abschließen. Teuer, ja. Aber mit Luftschiffen werden sie meinen John und seine Männer finden. Da bin ich mir sicher. Genau. Danke. Nächste Phase. Wir brauchen 300. Dazu Stahlträger und Stahlbeton. 50, 40. Die Menschen lassen sie hochleben. Dann besorgen wir uns schon mal die Sachen. Damit wir vorbereitet sind. So, wo ist denn eigentlich die blöde Fregatte, die ich abschießen soll? Ist aber mehr als ein Schiff, oder? Ja. Feindliches Ziel erfasst. Ja, die sind ja alle einzeln unterwegs. Ich sollte die vielleicht erstmal irgendwo sammeln. So, gut. Weiter im Konzert. Dann werden wir jetzt upgraden. Na, okay, upgraden ist noch nicht so einfach. Aber zumindest schon mal die ersten Schritte dazu machen. So, ihr habt alles außer Schnaps. Genau, und Schnaps ist hier nicht möglich. Nächster Schritt wäre Wurst. Ich brauche aber unbedingt mehr Häuser. Jetzt haben wir auch kein Holz mehr. Gut, da müssen wir kurz ein bisschen ansparen. Dann werden wir jetzt gleich in die alte Welt, in die neue Welt gehen. So, 50 Stahl. Und dann bitte in die Arktis. Wir bräuchten 300 auf
fucking hell. Es könnte durchaus noch kälter sein. Die Waffenruhe wurde beendet. Oh, ich mache hier sogar Plus, sehr schön. Ja, wir können natürlich upgraden. Dann würden wir wahrscheinlich auf die 250 nach und nach kommen. Auf die 300, ja, seht ihr schon 255, also vielleicht noch so zwei Häuser und dann hätten wir es. So, jetzt müsste es eigentlich schon ausreichen. Ja, mit ein bisschen Glück reicht es vielleicht schon aus. So, können wir denn noch weitere Häuser setzen? Hauptproblem ist einfach die Wärme. Klar, hier oben könnte ich noch was setzen, aber da gibt es keine Küche. Da könnte ich vielleicht noch ein, zwei hinsetzen. Aber da gibt es keine Wärme. Ach, das mit der Wärme. Gibt es nichts Effektiveres als das? Ich könnte den Holzmichel hier woanders hinsetzen. Erfordert aber auch jeweils Wärme. Vertragen sich eigentlich Köhler und Holzfäller? Antwort ist ein klares Nein. Okay, ein einziges Haus müsste ich noch upgraden. So, neue Gebäude freigeschaltet. Parkers. Erste Jagdhunden sammeln viermal schneller Fell als die alten in der alten Welt. Ja, das interessiert mich nicht. Oder interessiert mich das? Nee. Robben und Bären bringen Parkers. Auf die Insel auch noch Bären? Ach, da brauche ich erstmal Einwohner. Kacke. Ich gebe nicht auf, solange es. Wow, das ist hier echt bad. Alter, erkenn das mal bitte, wo hier die Ecke. Das gibt's doch nicht. Ich glaube, weiter geht das nicht, ne? Doch, geht noch weiter, sehr schön. Weil ich muss ja auch noch unbedingt ein zweites Robben-Dings bauen. Bis dahin wird es nicht reichen, ne. Das war's dann.
ein schäbiges, ödes Leben. Beeinflusst Schiffswerften. Hier, helft euch selbst, Boss. So, was hier? Irgendeine kleine Mission? Nun, genieße den goldenen Käfig, den du für dich gebaut hast. Da. Fotografieren irgendwas. Man möge mich fotografieren. Sehr klug, sollte man meinen. So, mit seinem Kessel, ja. Vorfahren in der Arktis? Auch unter Druck bewahren sie einen kühlen Kopf. Kriegsschiffe, Kettenschüsse, für spezielle Kettenprojektile, die den Feind deutlich verlangsamen. Okay. Gut, die werden alle gemacht. Was bringen mir Parkers? Wärme und 11 Münzen. Oha. Also ich kann auf jeden Fall eine zweite Robbenfabrik bauen. Robbenfabrik, Bolling, Robbenfängerei. Und da müsste ich jetzt auf der Insel hier erweitern und dann einmal auf Parkers gehen. Ah, Problem ist, ich brauche wieder einen Köhler. Gibt es hier eine Wärmebude? Komm mal so rum, jawohl. So, und jetzt kann ich nämlich einmal Bären. Würde auch hier vorne super passen. Kommt da die Wärme hin? Fick dich, Alter. Unsere Werkzeuge sind festgefroren. Ihr nehmt euch doch nichts, oder? Also ihr nehmt euch ja keinen. Das ist keine Schön. Ihr seid ja keine Fressfeinde in dem Fall. Oder in dem Sinne. So, und dann knallen wir uns die Parker-Produktion einfach hier vorne hin. Egal. Ja, setzen wir. Ach, das Problem ist, ich brauche ein Lagerhaus. Braucht das Lagerhaus Wärme? Nein. So. Kommst du jetzt noch auf 100%? Ja. Du wahrscheinlich auch. Ja. Gut, dann sollten wir jetzt auch Parkers produzieren. Ist die Insel noch plus? Ja. Das war gar nicht mal so wenig. Gut, Parker-Produktion. Uns gehen die Teile aus. Ruhig. Sollte passen. Halten Sie sich von den Knöpfen und Hebeln fern. So, wir brauchen jetzt Stahl und Beton Rouge. Was ist denn hier los? Wir haben zu wenig Techniker. Naja, wir kriegen ja gleich noch welche, wenn die Parkers kommen, oder? Nein, gibt nur Wärme. Okay, kriegt doch keiner. Postamt fehlt. Ist absolut korrekt, dass das Postamt fehlt. Wer bist du? Sägewerk. Setzen wir einfach mal hier hin. Und das Postamt setzen wir hier hin.
So, jetzt sollten wir noch mal ein paar mehr Arbeiter kriegen. Ich kann kaum glauben, dass ich hier bin. Fehlen noch 25, echt? Die Feierlichkeiten sind beendet. Wow, das ist die hier. Attraktivität ihrer Stadt hat sich. Das ist aber der auch hier wieder auf Messerschneider. Sehr gut, dann können wir nämlich neue Horizonte. Gleich auf die nächste Stufe hochgehen. Was war denn mein ursprüngliches Ziel am Anfang eigentlich? Ich wollte irgendwas anderes machen. Ah, super Bilanz, schon wieder 12-7 jetzt. Sehr gut, Arbeit haben wir jetzt auch genug. Alles bereit. Dann hauen wir die Sachen raus und dann geht's wieder mit dem geflügelten Affen zurück. Super. Was habt ihr für Menschen? Ich kann dir den Pfad zeigen. Gehen musst du ihn selbst. Walfängereien. Okay, neue. Pemikan-Räucherei. Ja, ist alles nur für die Region hier. So, Region, alte Welt. Tschüss. Das müsste jetzt laufen? Ja, das wird schon laufen. Also, Ressourcen haben wir zumindest alle. Jawohl, die kommen alle nach und nach. So, alte Welt. Ach, wir müssen aber diese blöde Fregatte zerstören. Flotte bereit zum Feuern. Hoffe, dass ich die mal erreiche irgendwann. Sie Freigeist. Oh Gott, das gibt's doch nicht. Wie viel Pech kann man denn haben? Du bist zu freundlich. Ich weiß. Alle Einnahmen fließen direkt in die Stiftung. Zum letzten Mal war alles genau. Entschuldigen Sie, mein Kofferinhalt liegt überall verstreut herum. Was wollte ich denn eigentlich hier machen? Weiß es nicht mehr. Ach so, doch, ich wollte hier diese... Ist schon wieder irgendwo eine Warnung? Ich wollte eigentlich die Stadt hier oder das Örtchen auf Vordermann bringen. Okay, macht aber einen Plus von 600. Geil. Und hier kann ich noch richtig upgraden. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Aufstieg nicht möglich? Achso, aber kein Holz haben. Hafenstadt. Und jetzt gibt's... Ach, ich war bei Bevölkerung. Ja, also wir sind jetzt gerade im Plus. Produktion wurde angehalten. Ja, keine Ahnung warum. Also plus 54, sehr schön. Die Bude hier ist in Ordnung, bis auf den Schimmel an den Wänden. Schimmel an den Wänden. Zufriedenheit, ja, ist okay, Inseldurchschnitt. Also wurscht. Allerdings mache ich hier Plus. Das ist erstmal das, was ich hauptsächlich haben wollte. So, was haben wir hier? Was, ich soll hier was bergen? Oh! Bereit für neue Befehle! Wir haben es anscheinend geschafft. Segel! Und meine drei dicken... Einer geht bitte hier hin. Vorsetzen. Ja, aber nicht du. Du kommst nach Hause. Du warst mein Tank. Du gehst hier hin. Sind unterwegs. Du gehst hier hin. Und dann habe ich theoretisch noch irgendwo ein letztes. Genau, du gehst auch wieder hier hin. Steuermann. Gut, dann haben wir das. Dann wollte ich... Hat Anteile von seiner Aneinser... Ja, okay, irgendwas zurückgekauft. Dann wollte ich mich um Kaffee, glaube ich, kümmern. Für die Jungs hier, ne? Flüssiger kann das Leben nicht laufen. Genau. Dann gehen wir mal in die alte Welt. In die neue Welt. Da haben wir, gut, zwei, drei Inseln. So, das hier macht Plus. Hier bin ich auch fast am Ende, ne? Geh mal auf die falsche Seite.
Ich wusste, wir schaffen das. Gebackene Bananen fehlen? Oha, Baked Beans. Wo habe ich denn die Produktion dafür? Nur dank deiner Pflege konnten sich alle so schnell erholen. Okay, ich mache sogar Kaffee. Bananen. Und Fischölfabrik. Okay, da müssen wir hier nochmal eine dritte setzen. Dann eine Bananen-Ecke. Das hier ist auch super ungünstig gebaut. Muss mal ganz kurz hier alles abreißen. Und nach hinten gehen. Aktivität ihrer Stadt hat sich verringert. So, und dann gibt es hier noch die restlichen. Gut, 3 und dann brauchen wir noch eine davon. Dann haben wir jetzt auch 3. So, dann sollte es hoffentlich mit den Bananen jetzt wieder bergauf gehen. Grundbedürfnis. Obrero. Gute Arbeit, Benecio. Der Rest ist alles voll. Selbst Kaffee ist voll. Kaffee muss ich aber mehr produzieren. Was brauche ich für Kaffee? Da brauche ich schon bessere Jungs. Übrigens 60 zu wenig. Das liegt aber an den Bananen. Oder an was mangelt es denn? Ja, müssten eigentlich nur die Bananen sein. Ja, jetzt geht's auch wieder bergauf. Ah, jetzt geht's bergauf mit dem mit den Obreros wieder. Obreros. Wie viel Kaffee produziere ich? Eine, ne? So, Kaffee. Da. Ne, hier. Kaffee produziere ich einmal. Allerdings im 30-Sekunden-Rhythmus. Ich könnte eigentlich ein 100er Schiff Kaffee. Habe ich nicht ein Schiff übrig? Mann, Handelsruder. Von da. Nach da und bitte wenn dann von unten. Ewiges Leben und du nimmst bitte mit Kaffee. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Nach Monitor annehmen. Okay, dann müsste das jetzt laufen. Du bist wieder zu Hause, kannst erstmal hier hingehen. Route eingezeichnet. So, das habe ich erfüllt noch. Du hast es erledigt. Diesmal hast du Glück gehabt. Ja, okay, sind mit Varieté versorgt. Sind unterwegs. Gut, dann gehen wir trotzdem in die neue Welt. Also, ihr müsstet jetzt alle Plus machen wieder, ne? Ja, super, ist wieder voll. Sehr schön, dann haben wir hier auch wieder genug. Ich könnte noch mal eine Produktionsreihe Kaffee machen. Das fände ich schön. Wie viel hast du? 168. Oh Gott, ich glaube nicht, dass das reicht. Deswegen knallen wir das Ding hier drüben hin.
Gut, dann einmal Kaffee. Gefällt mir das nicht. Das dann schon eher. So. Dann haben wir noch mal eine Kaffee Dings mehr. Bringt uns dann Vorteile in der alten Welt. Hier habe ich auch gar nichts gebaut, ne? Außer so eine kleine Stadt. Ja. Ja, mache ich Minus. Hier mache ich auch Minus. Exakt gleich viel Minus. Habe ich also überall genau das gleiche gebaut, auch Anzahl der Häuser. Gut. Arktis. Ist wieder irgendeine Mission. Ach, Übersicht. Ich versuche jeden Augenblick. Es bedeutet mir viel, dass Sie es versuchen wollen. Ich glaube, er war drauf. Okay, auf dem Bild sieht man ihn überhaupt nicht. Ich wusste, dass sie es schaffen würden. Oh, Museum. Relikt von Thule. Schön. Sind da mittlerweile die Parkers da? Ja, sehr schön. Und damit ein Plus von 900. 13.000er Bilanz jetzt wieder. Super geil. Und das müsste eigentlich auch gleich fertig sein. Genau. Schritt 2 auch erfolgreich gleich beendet. Oder Phase 3. Damit kann ich jetzt wieder leben. 16.000 Einwohner haben wir fast. Geil. 1.000 Einwohner hier auf der Insel. Huh. Ah, das ist nicht wenig. Das wäre der nächste Schritt. Ach, Fleischkonserven haben wir nicht. Hundeschlitten. Kann ich noch nicht. Alter, 750! Erledigt. So. Schritt beenden. Die Kosten und Ausmaße dieses Bauwerks sind schwindelerregend. Aber haben Sie Vertrauen. Mein John nimmt ebenfalls jedes Risiko auf sich. Fuck, Alter. Oh, Dampfmaschinen. Oberfuck. Segel easy, Fenster easy. Dampfmaschinen. Und 750. Ach, du heilige Scheiße. Okay. Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. Vor allem Seeschlacht. Manchmal vergessen die Leute. Überraschend gescheit. Ich vertraue der Kriegserklärung meines Beirats. Oh. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Why? Der Beirat wird begeistert sein, dass dein Vorschlag mein Name. Du konntest sogar den Bein. Oh, sie verkehren mit der Inn. Die Waffenruhe wurde beendet. Shit, Alter. Jetzt habe ich wieder Stress, weil jetzt geht's wieder mit dem Krieg los. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Ach, jetzt habe ich wieder Stress. Muss ich meine Armee erstmal zusammenziehen. Flotte legt ab. Mehr als bereit. Warte mal, ganz kurz.
Den würde ich ja gerne zum Tank machen. Gucken, ob wir hier irgendwelche Sachen finden. Rumpfverstärkung oder sowas. Na? Ah, oh, endlich kann ich mal diese Winde freisetzen. Angriffsreichweite. Start. Flotte segelt in Formation. So, es müssten 6 Schiffe sein, richtig? 2, 4, 5. Was? Ist das Schiff von hier oben schon wieder da? Das ging aber schnell. Zur Stelle. Oh, warum ist denn deine Route da? Meuterei? Wobei es geht. Der hat da Krieg mit uns, ne? Wieso kann ich mit dem eigentlich nicht... Leicht eingeschränkt. Ja, ich gebe dir keine 110.000, das ist eine Meise oder was? Ach so, der Grund, was ich hier eigentlich machen wollte, ist das hier. Also nicht der Grund, sondern das wollte ich ursprünglich ja machen. Die Feierlichkeiten sind beendet. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. So. Du bist was? Ein Clipper. Wir herrschen nicht über die Wellen, aber wir wühlen sie ordentlich auf. Okay, also ich denke, der wird gleich untergehen. Der Clipper. Anne, machst du weiter? Nö, wa? Du haust ab. Okay. Alter Schwede, da war aber einer ganz, ganz weit weg. Da werde ich kommen in meinen Radius. Ich bin ja jetzt ein bisschen... Der geht unter. Sehr schön. War nur ein Clipper. Ist jetzt nicht das, worüber ich mich freuen muss. Ich würde sehr gerne das hier einnehmen. Die Frage ist, ob ich es schaffe, mit diesen 5 Schiffen, das hier alle zu machen. Ich glaube nämlich nicht. Das auch nicht. Mann, das ist halt immer das Erste, was er fährt. Was er baut. Die Insel würde ich hier gern loswerden, weil dann habe ich im näheren Umkreis eigentlich wenig Probleme. Frage ist, ob ich das schaffe. Schiff unter Beschuss. Schoner steht bereit. Ja, okay, der geht unter. Mit dem Typen dazu. Ein Schiff wurde zerstört. Kleine Fische müssen darauf achten, mit wem sie schwimmen. So, 5. Schiff kommt. Stillgestanden, Herr Admiral. Ja, das machen wir natürlich, wenn dann in der nächsten Folge. Okay, hier geht's gerade richtig ab. Will ich wissen, wo er hinfährt? Okay. Wir müssen es testen. Ich weiß halt nicht, ob es...
Also es wird wahrscheinlich ausreichen. Warum mache ich denn jetzt nur noch 8000? Warum mache ich denn jetzt schon wieder nicht mehr so viel? Also ich meine, es geht ja gerade wieder hoch, aber... Noch ist dies nicht die perfekte Formel für ein erfülltes Leben. Wieso mache ich denn jetzt hier auf einmal nicht mehr so viel Geld? Mangelt's an irgendwas? Okay, es mangelt am Bier. Dementsprechend mangelt es hier nicht mehr am Bier. Gesegnet seist du. Okay, jetzt mal wieder 10-3. Bereit für den Einsatz. Ich sehe, dass du auf der Suche bist. Ah, es ist so anstrengend. Sind unterwegs. Kann ich nicht mit dir bitte eine Allianz machen? Wieso kann ich mit ihm keine Allianz machen? Gib und dir wird Das Problem ist, na gut, die wird immer wieder in den Krieg kommen. Ich muss mit ihm hier irgendwie wieder... Sie sind der Erste, dem das aufgefallen ist. Ich muss mit ihm irgendwie cool werden. Bereit. Mann, ich will nicht schon wieder meine gesamte Flotte verlieren. Wie viele Kanonen haben wir denn? Ja, okay, 371. Ich kann die also wieder locker aufrüsten. Oh, mir geht's aber um diese scheiß Artefakte. Vor allen Dingen der Typ hier. Wo ist denn mein... Du bist ja in der Nähe, pass mal auf. Steuermann. Nee, obwohl, das macht keinen Sinn. Wenn das Ding da hinten untergeht, dann wird mein Handelsschiff definitiv mit untergehen. Ah, ja, nächste Folge werde ich mal einen Testangriff machen auf diese Insel da. Und da mal schauen, wie krass ich untergehe. Einsatzbereit. Wo fährst du denn eigentlich hin? Okay, der ist weg. Ach, ich will nicht. Ich will nicht, dass das hier schief geht. Ach, Kacke, Alter. Flotte legt ab. Oh, na gut, auf in den Krieg. Ich kann halt nur verlieren. Wobei ich von den Schiffen her... Um sie zu versenken. Von den Schiffen her müsste ich die größere Flotte haben. Zumindest hier in der Region. Insgesamt natürlich nicht mal ansatzweise. Aber flottenmäßig bin ich, glaube ich, ein bisschen besser als er. Greift ihn an. Ach, der hat bestimmt wieder einen Nap mit denen, wa? Malching. Nee, ist ein Krieg. Hat auch keinen Waffenstillstand. Nee, Krieg. Achso, ja, klar, das bin ich. Journal of Fortune. Auch Krieg, aber Waffenstillstand. Und die haben auch Waffenstillstand. Ich muss dir unbedingt von meiner letzten Forschungsreise berichten. Er hat ein 98er Ansehen. Mir gegenüber. Warum habe ich nur eine 91? Du folgst nicht einfach der Herde. So, jetzt habe ich noch 100. Kann ich ihm jetzt... All die verlorenen Seelen, die sterben würden, um zu leben, folgen mir. Einer, die... Warum kann ich mit ihm kein Bündnis eingehen? Das nervt mich ein bisschen. Okay. Schluss.
aus und vorbei für heute. Und morgen versuchen wir, wie heißt die Insel, Obersbach einzunehmen. 5 Geschütze. Sie werden hier niemals einziehen. Ja. Naja, wird schon irgendwie schief gehen. 5 Schiffe gegen 6 Geschütze. Ich bin gespawnt. Es wird schön auf jeden Fall. Kann ich hier eigentlich noch ein Schiff kaufen? Was zum Teufel hast du hier verloren? Ach ja, da muss ich ja wieder Einfluss investieren. Naja, das mache ich definitiv nicht. Ein neuer Auftrag? Was kriege ich eigentlich dafür? Wenn ich das verkaufe. Hallo? Entschuldige, falls ich gleich... 1500, ist dein Ernst? Das krieg ich bei, von welch dir? Welch höchst erfreut. Genau, selber. So, du hast als was? Als Kind wurde ich einmal von einer zitternden Gans quer durch den... Alles im Namen... Ah, Fregatten brauche ich nicht. Gut, so. Bis morgen. Will nicht.